Hallo ihr Lieben! Auch diese Woche spazieren wir mit unseren Mitmenschen aus Mecklenburg-Vorpommern am Montag, dem 23.11.2020 in den folgenden Städten: Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund und Waren. Wir demonstrieren für eine sofortige Beendigung der überzogenen Corona-Maßnahmen und eine Rückkehr zum normalen Leben. Am Mittwoch, dem 18.11.2020, wurde ein Gesetz geändert, das unsere Grundrechte sehr stark einschränkt. Folgende Punkte sind nun keine Verordnung mehr, sondern im Gesetz geregelt: Maskenpflicht, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Verbot von Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Verbot von Übernachtungen, Verbot des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen. All diese Einschränkungen können in Zukunft von der Bundes- oder den Landesregierungen beschlossen werden, ohne dass der Bundestag über jede einzelne Einschränkung abstimmen muss. Die Krux dabei: hat der Bundestag einmal eine epidemische Notlage festgestellt, wie im März und heute nochmal, dann können all diese Einschränkungen künftig von den Regierungen in Bund oder Ländern beschlossen werden, ohne dass der Bundestag nochmal über jede einzelne Einschränkung abstimmen muss. Und es gibt noch mehr wesentliche Punkte. Aber das Perfide ist, diese heftigen Einschränkungen werden uns als etwas Gutes verkauft. Die Leute aus der Regierung stellen sich als Engel hin und sagen, dass es nur um unseren Schutz geht. Doch was passiert hier im Hintergrund tatsächlich? Systematisch werden ganze Berufsbranchen in den Ruin getrieben. Jene weltumfassenden Firmen wie Amazon, Microsoft und Facebook, die von der aktuellen Corona-Situation und der damit einhergehenden Isolation der Menschen profitieren, werden nur noch reicher und können die Firmen, die nach und nach pleite gehen, in ein paar Jahren für einen Appel und ein Ei aufkaufen. Diese Entwicklung betrachten wir mit Sorge und unter anderem deswegen gehen wir jeden Montag demonstrieren. Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon lamentiert. Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, das was passiert. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nehmen.